Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Multibim-Bande. Heute geht es wieder Zweig gegen Terama Zerg auf der überfluteten Stadt. Serious Sam und Rock. Oh, Serious Sam, wir sind tot. Der ballert uns alle ab. Scheiß Cannon Rush. Oh, nein, was mach ich denn? Du bist einfach nicht im Spiel. Liegt nicht an mir, nur. Dass wir verlieren. Ja, zum Großteil schon, ja doch. Genau. Sagt der Zerg. Ja, was soll ich machen gegen Cannon Rush? Klinge, Bane-Dinge? Einwärmspiel. Ja, genau, weil ich dir mithelfen muss mit 8 Drohnen. Naja, trotzdem. Genau. Das war einmal nur schlecht gescoutet. Nein, das war nicht schlecht gescoutet. Ich habe es genau gescoutet. Ja, aber hier unten waren sie auch schon. Ganz ehrlich, ich kam mir dort an und da war gerade, ich habe es genau gesehen, wo er das Ding gebaut hatte. Und genau da habe ich es auch gesagt. Also es war nichts schlecht gescoutet, es war immer nur schlecht verteidigt. Brauchen wir dann auch Cannons gleich am besten aus. Ich schaff's dann eh nicht mehr, ist dann zu spät. Es kommt Early Pool. Ne, doch, das schaffst du eigentlich. Ich hätte gleich auf jeden Fall Cannons setzen sollen. Ja, die Map ist auch echt beschissen für sowas. Also es ist... Oh, er hat Terraner X schon, ne? Ja, ich sehe es. Das ist schon ein ganz schön starkes Stück von dem Terraner. Ja, wie ist er, dass er es verteidigen kann? Kennt er nicht. Tja, dann gibt's eine 1. Den kriege ich. Dich kriege ich, Junge. Dich kriege ich. Oh, Linker. Jetzt schon Linge. Ja, der hat doch gesagt, der kommt früh in den Pool. Ich hab noch keine Linge, das dauert noch. Ja. Du hast ja auch eine Echse vorher genommen, die hat er nicht. Hm. Mach ich gleich mal Angst, Linge. Hilfe! Kannst du behalten, den Typen. Die Erstgeborenen werden auch siegen. Hast du erwischt wenigstens? Nö. Da kommt doch. Nicht genügend Energie. Bauen noch mehr Pylonen. Verteilt sie einfach offensiv auf der Map. Gegen überall Oberlots rum. Das ist noch nicht deine, oder? Nö, nee, der hier nicht. Oh, der ist meiner, der vorne, der stirbt jetzt gerade. Wir können los. Der baut einen Bunker, los, wir müssen vor dem Bunker da sein. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich gehe mal einfach den anderen Weg lang. Ist egal. Bunker ist genau. Oder geh doch rein, geh einfach nur in die Main Base. Ob überhaupt da fighten wird. Ist auch nicht. Beide mit seinen BBFs. Macht das sehr gut. Ich warte auf die Reinforcements. Und ich fighte mit dir auf die BBFs. Dann holen wir uns noch die Queen. So, Terran ist raus. Jo. Der Zerg ist noch ein bisschen drin. Komm jetzt Roaches, aber ohne Echo. Oder mit wenig Echo. Wo kann ich jetzt reinwurben? Ja, die Roaches sind, die reichen auf jeden Fall nicht. Muss auch gucken, dass er den Terraner nicht weiterspielt. Ne, tut er nicht. Unsere Verbündeten werden angegriffen.
nehme gerade noch die Echse raus. Na, sieht. Easy. Schönes Einwärm im Spiel, da müssen wir noch eins dranhängen. Da hängen wir gleich noch eins dran. Noch so ein Einwärm im Spiel, zack, Feuer frei. Ja. Immer noch Dia 2. Ja, das war halt. Die war also der Rad aber irgendwie schlecht für Dia, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist halt die frühe Echse war vielleicht ein bisschen übertrieben. Der war halt Teammeister, aber auch schon mal, ja. Hat halt nichts zu sagen. Wie gesagt, der Meister sagt mir aus, der Zerg war aber nur Platin 1. Aber der hatte mehr Armee als der Terraner. Tja, keine Ahnung. Greedy, einfach nur gesagt, greedy. Der Bumbo dort, geht halt einfach hoch. Ja. Oben war nicht zu, verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. Hast du gedrückt bei mir, zeigt sich nicht an, dass man suchen. Verbinde, warte auf Spieler. Kann nicht drücken. Der Rob ist raus. Ich bin noch im Game. Okay. Bring nochmal ab und mach nochmal neu. Dann machen wir nochmal neu. So, ressourcentechnisch flupp. Ja, aber der hat ja dann... Ja gut. Nee, will er nicht. Der ging aber ein Stück rum. Will er nicht? Doch jetzt. Nee. Nee, bei mir will er nicht. Ich hab das Spiel verlassen. Ich spiel jetzt gerade, wir gegen ihn mit jemand anderem. Verbinde steht bei mir. Okay, hä? Ich kann es auch nicht abbrechen. Ja, schneide ich raus oder keine Ahnung. Na. Und da sind wir wieder auf den Schrein von Lizul gegen Super Protoss, Doomwaffe und Pinkness. Nee, Boom. Waffle. Bewaffel dich, also. Es ist gewaffelt, Junge. Und die mit. Jeder hat seine eigene Ramp. Ui. Ja, ich mach dich, du stirbst. Gegen was spielen wir eigentlich? Zufall, Zerg. Doppel Zerg, nee. So. Nee, Protoss, nicht Zerg. Ist gut. Das ist scheiße, ich hasse es gegen Protoss zu kämpfen. Das ist immer so random. Ja, das ist bei jedem random. Das ist bestimmt der eine, das ist bestimmt Zerg. Das ist schön, dass ein Mirror-Match wird. Ja, bestimmt wie immer. So, nehme ich immer die Gold bei der Map, ist immer toll. Eines Protoss, das ist der Pinke. Hoch! Hat der aber Glück. Oder was können? Der Antwort ist Terraner, was auf Terraner? Ja, war klar. Das war ja so klar, Terran und Protoss. Das ist eine böse Kombi. Protoss macht nicht zu. Ist gut. Und gescoutet haben sie auch noch nicht. Können Push werden. Ich habe meine Drohne verloren. Das kann ich dir alles nicht sagen. Auf jeden Fall ein Gate gebaut, ich empfehle das zweite Gas auf jeden Fall. Bersis. Geht auf jeden Fall. Gelohne. Na los, komm cool. So, gleich kommen wir dämpfen. Also bei mir. Spät dran, durch das Gas. Er baut auf jeden Fall was, aber Krone Boost ist nicht. Boah, das ist schon mal gut. Ich baue jetzt Slinger. Wo ist Slinger? Ich baue Adept. Und ich denke, das Gas wird anscheinend gar nicht. Nö, das interessiert mich nicht. Da steht eine Sonde. Wo? Oh, mein Overlord, der klemmt da. Siehst du das, wieder klemmt? Der will weiter, aber kommt nicht. Ja, stimmt. Geh doch mal da lang. Kommt ein Marine vorne? Dann sollten wir es gleich ein Go machen. Ich weiß nicht, ob ein Orakel kommt, ne? Komm mit jemand Angst. Jetzt kommen wir hoch. Komm mal. Und dann gleich ob du hast, dass er ja nicht irgendein Mistkack baut. Die Tees kommt, so gesagt.
Quatsch, das geht nicht so schnell, da braucht das zweite Gas. Ist gut. Keine Schildbatterien mehr, fertig. Auf die Schildbatterien. Jetzt drauf, okay, Echo. Alles abgebrochen, Alter. Wirker rausnehmen, Wirker, Wirker, Wirker. Der hätte ich einen Eingang. Er hat mir noch richtig gemacht. Jetzt auf die Klonen. Mach die Wirker weg, der hat Gold hier hinten. Achso. Mach ich hier die Echo weg. Die Sachen weg. Die Echse raus am besten. Ja, mach ich. Jetzt muss ich mit Roaches kommen, aber jetzt kommen gleich Aliens. Ja, oder Marines, ne. Was willst du hier? Bei so viel Link denke ich mal, es kommen Aliens. Niemand kann uns aufhalten. Ah, Jonas. Eine Drohne da. Das Upgrade war schon immer im Bar. So, weg mit dem. Die Main muss weg, die Main muss ganz schnell weg. Das ist eigentlich durch. Na gut, der Terraner, wisst ihr nicht. Der Terraner hat hier hinten die Axt. Ich geh los. Ich mach hier alles weg noch ein bisschen. Ich komme vor mit meinen Stalkern. So, Axt setzen. Du bleibst da. Das Spiel ist doch schon durch. Na, kenne unser Glück bei Tavana. Ich kann er nicht retten. Scheiße, kann er doch retten. Ich hab doch gerade gebaut, verdammt. Panzer. Oh, und doch Bailing, um reinzukommen. Mann. Oh, Bailing. Oh, oh, ich brauch auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall Truppen. Ich komme jetzt. Oh, ich hab doch gerade. Ich hab grad meine Adepten verloren. Nicht genügend Mineralien. Wir brauchen mehr Mineralien. Kommen sie ganz langsam mit 2 Tanks. Naja, müssen sie, ja. Ja, das sollten wir kriegen. Tanks sind noch nicht gesiegt, ne? Wir können eigentlich jetzt dann drauf. Verliert aber den Rest. Machen wir einen Toss raus. Hauen wir einen Toss komplett raus. Weil er droppt uns jetzt. Nicht genug Energie. Ja. Dann bauen wir es gegen Luft. Ich nehme so lange einen Toss raus, komplett. Der hat bestimmt irgendwo noch eine Echse. Du hast zu wenig Minz. Check mal deine Worker Saturation. Ich guck, ob er eine Ex hat. Hab schon abgescoutet. Also okay. Bei uns alles. Ich meine oben. Ja, dann ist die Exe. Naja, kommt ja nicht mehr zum Echsen. Der dürfte nicht mehr so viel. Ja, das Spiel ist vorbei. Wenn du nicht terrible Drop Damage machst, dann ja. Ja.
Echse. Was will er denn noch machen? Man kann eigentlich rausgehen eigentlich. Da kommen sie, nein. Da kommen sie. Kriegst du die? Nein. Das ist zu viel. Ich bin out of position. Oh oh. Hast du auch zu wenig? Ja, ist doch alles gleich da. Hängst ihn weg. Muss nur den Rest wegkriegen. Ja, krieg ihn weg. Ja, das kann doch nicht sein. Komm mit. Ist aber so. Geht da über uns beide rüber. Quatsch. Nein, nicht den Zeug reinwasten. Sammeln. Das wollte gerade aber dahin. Wieder zurückstück. Und zurück wieder. Gib zurück, 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 zurück. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Und jetzt wieder drauf. Und wieder zurück, 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 zurück. Über GX jage. Aber ich kann nicht bauen, also. Ja, die paar kriegen wir aber noch kaputt. Jetzt drauf. Ja, schick die Karte ab da hinterher. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Sieht doch gut aus. Krieg mal. Mein ganzer Tech ist weg. Oh, ich denke mir jetzt mal, dass deine Obis der Gegner sind. Oh, ich habe noch Grund gerettet. Oh man, doch noch so langes Spiel, ey. Naja. Wie viel Einkommen hatten die da noch? Geht doch gar nicht. Nicht mehr viel, aber der baut halt Basis, ne? Und die spielen halt zu zweit einen Account jetzt. So, nochmal hinten Exen irgendwo. Aber du musst jetzt langsam wieder ordentlich Geld haben zum Exen. Ja, ja, ich bin dabei. Da kommen sie wieder. Zu wenig. Panzer. Zurück, 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 zurück. Sammeln. Und wieder drauf. Lass mich durch, wir können durchpushen.
Und geh durch. Komm nicht, lass nicht die Bändlinge an den Dingern wasten, nur an den Truppen. GG. Wo ist eigentlich mein Warp Prison? Steht in der, über der Main Base. Jetzt will er nicht rausgehen, ne? Natürlich, typisch Terraner. Jetzt will er raus, jetzt oder? Raus. Der andere geht aber nicht raus. Doch. Guck jetzt. GG. Das war ein langes Spiel. Zum Einspielen. War aber gut. Ja, wollte ich sagen. Sehen wir uns in Endcode und so. Genau. Tschüss, tschüss. Bis dann. Ciao. Und das war's auch schon mit dieser Folge, denn wie ihr wisst, alles hat ein Ende und auch diese Folge hat eins. Wenn es euch gefallen hat, schaltet gerne morgen wieder bei uns ein. Wer nichts verpassen will, kann gerne kostenlos unten links abonnieren. Da haben wir immer oben rechts unser Stalker-Projekt und unten rechts Nanospec von uns. Dann schaltet auch morgen wieder ein, eure Mutti-Bärm-Bande.